So, hallihallo ihr Lieben. Wie bereits in meinem letzten Video angekündigt, möchte ich heute zeigen, wie ich diese Pigmente gepresst habe, damit sie hier in diese wunderschöne Leerpalette von Coastal Sands passen. Und ich zeige euch das heute am Beispiel eines NYX Pigments. Das ist die Farbe Yellow Gold. Das wollte ich für mich auch schon mal lange pressen. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal Mails bekommen, wo mir jemand gesagt hat, er kommt nicht so gut mit der Öffnung zurecht. Und ich finde, das ist auch wirklich schlecht gemacht von NYX. Welcher Pinsel soll da reinpassen? Naja, egal. Also, was ihr erstmal an Utensilien braucht, natürlich eine Leerpalette. Ein Fännchen, wo ihr das reinmachen könnt. Ein kleines Töpfchen zum Anrühren. Ein Zahnstocher. Ein Küchenkrepp. Ein 2-Euro Stück. Easy Press. Also, das war die Liste. Dann füllt ihr euch von eurem losen Pigment, also in meinem Fall jetzt das NYX Pigment, füllt ihr euch die dementsprechende Menge ab. Seht ihr jetzt nicht, aber ihr hört es vielleicht. Also, ich finde es immer ganz gut, wenn man in zwei Schichten arbeitet, deswegen meinte ich es jetzt erstmal so. Und dann tröpfel ich von dem Easy Press ein bisschen was da rein. Das darf wirklich nur ganz, ganz wenig sein. Also ich würde jetzt bei dieser Menge, die ihr da drin habt, das ist also ungefähr so halb voll, das Lidschattentöpfchen, würde ich jetzt erstmal 6-7 Tropfen. 5, 6, 7. Erstmal nehmen, weil ihr könnt besser ein bisschen von der Flüssigkeit noch nachfüllen als von dem Pulver. Und dann rührt ihr mit dem Zahnstocher da so lange drin rum, bis sich das Easy Press komplett verbunden hat mit dem Pigment. Und dann könnt ihr ja sehen, inwiefern ihr noch was nachfüllen müsst, weil es noch zu trocken ist. Also jetzt zum Beispiel sieht man es schon, da muss noch ein bisschen was rein, das ist noch zu pudrig. Es tut mir sehr leid, wenn ich so ein bisschen verschnupft klinge, aber mein Urlaub war zwar schön, aber er hat mich leider krankheitsmäßig etwas dahingerafft. Was nicht schlimm ist, ist nur eine Erkältung. Er war aber total schön. Ich habe mich sehr gut erholt und jetzt kann man quasi in vollen Zügen weitergehen. Also ich bin hier immer noch am Rühren. Nicht, dass ihr denkt, warum guckt die Coco so unhöflich da in die Ecke. So. Wir wollen so eine pastöse, krümelige Konsistenz haben, so wie das hier. Könnt ihr das sehen? Dann nehmt ihr euch das Fännchen, was ihr habt, und könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ihr nehmt das angerührte Pigment sozusagen in die Mitte davon. So. Und da ich das jetzt schon sehe, dass das zu wenig ist, werde ich das gleiche jetzt nochmal machen. So, dann kratzt ihr halt alles aus dem Töpfchen raus und legt das in die Mitte von dem Fännchen. Dann sieht das Ganze so aus. Das ist jetzt also mal für die erste Lage ausreichend. Dann nehmt ihr das Küchenkrepp und legt das so da drüber. Und dann legt ihr das 2-Euro Stück, das ist genauso groß wie das Fännchen, das legt ihr dann da rein und drückt diese Paste mit dem 2-Euro Stück runter, so fest ihr könnt. Das restliche Easy Press, das wird dann so ein bisschen. Oh, das ist nichts für Weicheier. Das wird dann so ein bisschen daraus kommen. Sieht dann so aus. Dann habt ihr das 2-Euro Stück da drin. Hier unten runter ist das Fännchen. Und jetzt, weil das ein bisschen feucht ist am Rand, nehmt ihr ganz vorsichtig das Kleenex-Tuch. Bewege ich das so ein bisschen hin und her. Ich hoffe, das klappt jetzt so, um euch das so zu zeigen. Weil manchmal reißt das Kleenex dann auch und dann habt ihr das 2-Euro Stück da drin sitzen und dann habt ihr ein Problem. Ich muss das
unten machen. So im Freischwebenden wird das nichts. So, dann haben wir jetzt hier die erste Lage fertig. Also ihr seht, das war nicht wirklich viel. Muss man immer so ein bisschen ausprobieren, welches Pigment wie viel hat, weil da sind Mineralpigmente auch wieder anders als MAC-Pigmente und andere Pigmente von anderen Firmen. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel NYX. Ich würde euch empfehlen, also ich rühre das in der Zwischenzeit hier an, ich würde euch empfehlen, dass ihr vielleicht mit einem Pigment, wenn ihr das noch nie gemacht habt, mit einem Pigment anfangen, was jetzt nicht so unbedingt euer Lieblingston ist und euch sozusagen dann nach und nach zu denen vorarbeitet, die eure Lieblingsfarben sind, weil, Entschuldigung, meine Erkältung ist ein bisschen, naja, weil ihr in der Zeit auch ein bisschen mehr Erfahrung bekommt, wie das funktioniert und ja, welche Menge man für wie viel braucht und so weiter. Und deswegen, ja, macht es halt dann einfach so nach und nach. Ich habe jetzt halt so nach und nach hier immer wieder was draufgeschüttet, weil es fällt ja dann auch so ein bisschen zusammen. Ihr könnt natürlich von vornherein ein größeres Töpfchen nehmen, wie auch immer. Aber ich denke, jetzt habe ich gleich die Konsistenz für meine zweite Lage hier schön. Ja, so, das sieht also jetzt so aus. Und dann fülle ich das einfach wieder in die Mitte da drauf. Ein bisschen eine Sauerei, das Pressen. Aber ich muss euch sagen, das lohnt sich, weil das Easy Press, das ist also nicht einfach nur ein Bindemittel, sondern das lässt den Lidschatten ein bisschen mehr strahlen und es ist auch dafür da, das ein bisschen haften zu lassen. Also auch so eine Art Primer dann gleich. Ich habe also auch zum Beispiel meine Pigmente alle gepresst. Da ein bisschen besser mit zurechtkomme. Dann sieht das so aus, nicht sehr appetitlich. Aber naja, jetzt wieder der gleiche Vorgang wie gerade. Ihr nehmt euch das Küchencrepe, legt das da drüber und dann nehmt ihr euch das 2-Euro-Stück und drückt das da so rein. Ich gucke mal, ob ich das jetzt mit der Kamera so hinbekomme, dass ihr das dann auch sehen könnt. Seht ihr natürlich dann nur hier ein bisschen von meinem Chaos, was ich hier veranstalte. Also mal gucken, so, habt ihr das jetzt so im Bild? Hier. So. Also das Küchencrepe da so drauf. Dass ihr da so ein bisschen überstehen habt. So, dann das 2-Euro-Stück reinlegen. Und jetzt drücken, was das Zeug hergibt. Wenn ihr das den ganzen Nachmittag macht, tun euch die Finger weh. Ich spreche aus Erfahrung. So, und dann seht ihr, dass sich hier dieser Rand, dieser Flüssigkeitsrand gebildet hat von dem Easy Press. Mal eben die Kamera wieder richtig stellen. So. Und dann könnt ihr das jetzt da. Oh, ich bin schief. Naja, egal. Wieder vorsichtig rauslösen. Der Vorteil ist, wenn ihr das mit dem Küchencrepe macht, dann habt ihr schon gleich hier ein schönes Muster da drin. Wenn ihr natürlich jetzt das nicht als schön genug empfindet, dann könnt ihr da auch nochmal vielleicht mit einem Seidenstrumpf oder so quasi drüber gehen oder ein Stück Geschenkpapier. Ja, auf jeden Fall so sieht das aus. Das Töpfchen ist noch nicht ganz voll. Also wenn ihr jetzt noch eine Lage drüber machen wollt, ist das auch kein Problem. Aber zum Demonstrieren, denke ich, reicht es jetzt so. Ihr lasst das jetzt über Nacht trocknen und dann könnt ihr das ganz normal benutzen und in eure Lidschattenpalette reintun. Ich habe mir das ja hier mit dem Foto gemacht, das Video dazu, wie ich mir diese, wie nennt man das, Palettenbeschreibung gemacht habe, das findet ihr in meinen Favoriten. Das ist von Encore, das heißt irgendwie MS Labeling mit Words oder wie auch immer. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen und ich habe euch das so erklärt, dass man das gut verstehen kann. Wenn ihr Fragen habt dazu, könnt mich gerne anmailen. Ihr könnt mich über meine Homepage anmailen. Auf dieser Homepage kriegt ihr natürlich auch die ganzen Sachen, also das Easy Press, die Lehrpalette und so weiter. Ich finde es wirklich eine gute Sache, weil das ganze Chaos, was man mit den einzelnen Pigmenten hat, verwandelt sich rucki zucki in eine schöne Lidschattenpalette. Naja gut,
In meinem Fall sind mittlerweile 3 voll und das Ende ist nicht abzusehen. Aber man kann es halt auch viel besser mitnehmen, als wenn man dann immer zig von diesen Töpfchen nimmt. Vielleicht, was man noch dazu sagen sollte, wenn ihr die MAC-Pigmente aus meinem Shop pressen wollt, dann ist eins wirklich wenig. Dann habt ihr nur das Fännchen ganz so eben bedeckt. Das heißt, wenn ihr das pressen wollt, solltet ihr 2 oder 3 davon nehmen, denn sonst habt ihr, wie gesagt, nur den Boden bedeckt. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, das hat euch irgendwie weitergeholfen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Link, wo ihr die Sachen bekommt, den packe ich euch noch in die Beschreibung: www.kosmetik-kosmo.de. Es tut mir leid, ich muss das jetzt so oft sagen. Ich bin so stolz. Das macht so einen Spaß. Aber naja, ich will euch nicht weiter langweilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure Coco.